Heute zeige ich euch meinen Trade in der AstraZeneca-Aktie. Hier links seht ihr diesen Trade. Den habe ich gestern gestartet. Dieser rote Balken ist das Risiko. Und alles, was drüber ist, das grüne ist, ist die Gewinnspanne. Das Gewinnziel ist hier bei der 8.530. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe das Commitment gesetzt, jeden meiner Trades live zu zeigen und öffentlich zu machen. Oben links seht ihr meine Monatsergebnisse und meine Performance-Kurve zu meinem Trading-Portfolio. In der Videobeschreibung gibt es einen Link zu meinem Trading-Portfolio. Dort könnt ihr dann ganz genau meine Ergebnisse und meine Performance weiterhin einsehen. Vorab, diese Trading-Strategie hat eine 44-prozentige Trefferquote. In dieser Trading-Strategie ist es so, dass ich hier nur kaufen werde, also auf Kaufkurse setze. Und der Markt ist hier jetzt schön gestiegen. Die gleitenden Durchschnitte sind hier auf Long gedreht, also steigen genauso. Und was hier wichtig ist für mich in dieser Strategie, ist hier ein Puls-Reaktion-Verhalten. Das haben wir hier gesehen. Schnelle Bewegung nach oben, eher was Wackeliges, Langsames hier nach unten. Und dadurch kam dann hier unten der Einstieg. Direkt auch an der EMA 200 ist auch immer eine Unterstützungszone, die rote EMA, also der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage hier. Was hier jetzt auch noch sehr interessant ist, wir haben hier eine sogenannte Unterstützungszone. Wir haben immer wieder Punkte auf dieser Ebene bei der 8100, 8000 um die Zone herum. Hier hat der Markt reagiert, hier hat der Markt reagiert. Hier hat der Markt reagiert und jetzt sind wir wieder in der Zone. Also insgesamt kann man hier eine komplette Zone hier sozusagen aufzeichnen. Wie wir sehen, kommen diese Punkte, auch dieser Punkt kann man noch dazu nehmen. Ungefähr auf die gleiche Zone, dieser Punkt beispielsweise auch. Dann geht der Markt durch, nimmt diesen Punkt als Widerstand, geht runter, läuft hoch, geht hier drüber, nimmt es nochmal als Unterstützung und jetzt wieder als Unterstützung. Also diese Marke hier, wie hier eingezeichnet, ist hier eine sehr relevante Marke. Und diese unterstützt sozusagen auch hier diesen Trade. In dieser Strategie möchte ich immer das Vierfache mitnehmen, als das, was ich hier riskiere. Das sieht man ja auch hier in dem Verhältnis, Chancen-Risiko-Verhältnis von 4. Und eben mit einer 44-prozentigen Trefferquote sieht die Kapitalkurve dabei ganz gut aus. Wie oben links nochmal kurz eingezeichnet, das ist die Kapitalkurve von diesem Jahr. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ja, das war es im Endeffekt hier mit diesem Trade. Wenn ihr weiterhin hier möchtet, dass ich meine Performance offenlege, meine Trades hier weiterhin zeige, erkläre, was ich hier mache, wie die Trades aufgebaut werden, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.